So, und hi, meine Hübschen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Guardians of Ember. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, hier an diesem netten Spot. Und ja, es geht weiter. Und ich habe gerade schon das Ganze wieder live Let's Play, beziehungsweise live LP. Ich habe gerade schon ein bisschen was erklärt und ich werde darüber nochmal eine extra Folge machen. Also für die Leute, die erst dazugestoßen sind, Alter, wir sind schon ein paar hier dabei, die in den Clan rein wollen. Sehr, sehr geil. Das mag ich natürlich. Und ja, ich habe in der letzten Folge schon angesprochen, das Skillsystem, und habe das noch ein bisschen erklärt, nicht in der letzten Folge, sondern gerade offscreen. Ich werde dazu nochmal eine extra Folge fertig machen, wo ich euch das erkläre. Denn wenn man das einmal verstanden hat, ne, dann muss man echt sagen, es ist sehr, sehr Diablo-like. Es sieht auf den ersten Blick nicht Diablo-like aus, aber es ist sehr Diablo-like. Ich werde das ganz kurz überfliegen. Für die Leute, die jetzt gerade zugucken und für die, die das vielleicht interessiert, sich das Spiel auch holen wollen und das Skillsystem nicht ganz checken. Manchmal ganz kurz runterrattern, sofort Rezept, ne? Das Ganze aber nochmal ausführlich in einer extra Folge. Und einfach ein Abo da lassen, ne? Was sonst? Naja, egal. Wir haben hier die Hauptskills, ne? Das sind quasi unsere Energieerzeuger, wie bei Diablo. Ich vergleiche das einmal als Diablo, weil die meisten von euch spielen Diablo. Die meisten kennen Diablo. Und in dem Fall ist es so, dass ich das jetzt sehr, sehr stark an Diablo anlehne. Das heißt, ich werde das darauf basierend ein bisschen erklären. So, das sind hier quasi unsere Basisattacken, diese drei Skills hier. Da seht ihr auch, wenn ihr mit der Maus drüber geht, dann da steht Restores 5 Energy. Das heißt, wir bekommen 5 Energie zurück mit diesem Skill, also mit diesem Angriff. Hier bekommen wir 3, hier bekommen wir ebenfalls 3. Das hier, quasi die nächsten Skills in Anführungsstrichen, sind Runen. Wie bei Diablo Runen, ne? Das heißt, mit diesen Dingern habt ihr den Grundspell, diesen Grundskill, und könnt in dem Fall aber eine Rune dazu wählen. Ne? Wenn ihr euch das durchlest, steht auch nochmal da, was das Ganze bringt. Dann haben wir zum Beispiel unseren Wirbelwind, wie ich ihn liebevoll nenne, weil es ist einfach, es ist kein Swing Cut, es ist Wirbelwind. Es wird auch immer Wirbelwind bleiben und ich werde mich dafür einsetzen, dass dieser Skill umbenannt wird. So wahr mir Gott helfe. Ja, und es ist so hier in dem Fall zum Beispiel, ihr seht das hier, diese Mini-Icons dazwischen, diese kleinen Kügelchen, ne? Ihr seht das hier. Hit Chance und Health Points Modifier ist in dem Fall quasi, so doof es klingt, aber es sind quasi Paragon-Punkte bei Diablo. Das heißt, ne, Achtung, wenn wir hier Hitchance wählen, heißt das nicht, dass wir auf diesen Skill nur Hitchance bekommen, sondern wir bekommen das komplett auf unseren kompletten Charakter. Und das seht ihr hier oben bei Ability Bonus Overview. Ne, da steht das Ganze. Das heißt, wir haben komplett auf unseren Charakter derzeit 3% Hitchance, beziehungsweise 0,5% Damage Value und 3% Health Point Modifier. Das heißt, die Punkte, die wir hier verteilen, die sind nicht skillgebunden, sondern kommen eurem kompletten Charakter zugute. Das ist das Entscheidende dabei, denn es macht durchaus Sinn, mal als Beispiel, warte mal, hier zum Beispiel, komplett hier auf Healing Affinity. Das heißt, wenn wir ein Bild haben, der sehr, sehr schwach auf der Brust ist und wir wollen komplett in Richtung Heilung gehen, dass wir uns selbst ständig wieder heilen, dass die Ticks, mit denen wir geheilt werden, schneller ticken, schneller procken, dann gehen wir hier komplett auf Healing Affinity, obwohl wir den Skill gar nicht drin haben. Ganz wichtig, denn das wird hier alles gut geschrieben, hier oben seht ihr mit dem Mouse Over und das ist ganz, ganz wichtig. Ne, und das ist so im Hinterkopf mit behalten. Und ja, ab Level 15 gibt es ja die zweite Klasse dazu. Die habe ich bis jetzt noch nicht freigeschaltet. Müssen wir noch machen, wird noch kommen. Sobald wir Level 15 sind, werde ich mir auch das nochmal genauer angucken und da vielleicht noch einen oder anderen Tipp geben. Aber derzeit ist es auch so, wir haben hier Lock Default Skill Slots. Oder Default. Und das ist normal aus. Das heißt, diesen ersten Skill können wir nur in die erste Leiste ziehen. So, bei Diablo gibt es den sogenannten Wahlmodus. Das heißt, wir können alle Skills verwenden, die es da gibt. Und das ist das Ganze hier quasi das Gleiche und nennt sich einfach Lock Default Skill Slots. Dieses kleine Icon, da klicken wir drauf. Und dann können wir alle Icons oder alle Skills dahin ziehen, wo wir möchten. Das heißt, wir können 3 Skills aus dem primären Bereich nehmen oder halt einfach 3 Secondary Skills benutzen. Weißt du? Verstehst du? Ich hoffe es. Ich habe es hoffentlich sehr einfach erklärt. Man weiß es nicht. Egal. Achso, den habe ich schon, glaube ich, oder? Ich invite einfach nochmal. Ich weiß nicht, ob der ankam. Es tut mir leid. Ah, wenn ich es vergesse oder es nicht klappt, dann einfach nochmal schauten, dann passt das schon. Okay, das wollte ich einfach so zur Grundlage nochmal erklärt haben. Denn wenn man das einmal weiß, dann macht das Spiel doch um einiges einfacher. Und ne, da sollte man wirklich drauf achten. Bei Diablo ist das Skillsystem grundlegend, hier bei Guardians of Ember auch. Und das ist ja so das Ding, wo viele sagen, okay, das ist, ich sag mal, Diablo-like. Es muss nicht besser sein als Diablo, aber es ist ähnlich. Und das ist vielen Leuten schon viel wert. Und das Skillsystem, wenn man es einmal verstanden hat, dann weiß man auch da, oh, es ist auch sehr ähnlich. Mhm, ganz wichtig. Okay, kommen wir mal ganz kurz zu den Karten. Auch das habe ich gerade nochmal offscreen erklärt, werde ich jetzt hier im Let's Play nochmal wiederholen. Und das finde ich persönlich, wo haben wir denn die Dinger hier? Inventory, Inventory Quest.
L war das. Wo ist denn hier? Da. Kompendium. Oder einfach kurz L drücken, ne? Und dann seht ihr hier, das finde ich sehr geil. Das würde ich mir bei Diablo auch wünschen. Das ist ein Feature, wo ich sagen muss, warum gibt's das nicht? Ich will das haben, verdammt. Und zwar, ihr seht hier Kartensets. Das sind gewisse Monster, die ihr töten müsst. Human, Monster, Element, Beast, Immortal oder Demon. Und das in den gewissen Bereichen, ne? Die droppen Karten, das haben wir in den letzten Folgen schon mal gesehen. Und wenn ihr die Karten aufmacht, dann werden die hier gut geschrieben. Und wenn ihr alle Karten davon zusammen habt, ne, das komplette Set, bekommt ihr quasi die Bonis. Wie geil ist das denn? Das heißt, wenn wir Gegner grinden, Gegner rushen, Gegner permanent penetrieren und sie halt diese Karten rausschmeißen und wir alle davon haben, von diesem Set, dann bekommen wir in dem Fall diesen Boni. Das heißt, Block Power 4,9 und Damage 0,2. Und das Ganze ist hier wirklich... Psst, kann jetzt nicht. Das Ganze ist hier, wie gesagt, überall möglich für die ganzen Ebenen. Und da wird es natürlich auch noch weitere geben, wenn die neuen Akte dazukommen. So. Das Ganze auch hier nochmal bei Treasures Atlas, Animal Collection und hier auch beim Fischen. Ne? Fischen, ganz wichtig, jeder sollte fischen. Ich glaube, ich habe in dem Spiel auch schon allein 3 Stunden nur am Fischen gesessen. Es macht mir Spaß, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. Naja, egal, okay. Okay, ich glaube, jetzt ist alles soweit drin. Was sagt denn? Ja klar, wir sind da... Oh, Gilde. Es ist ja bei einem MMO, es ist so eine Gilde und es sind mittlerweile 37 Leute drin, ne? Sehr nice, also gut, die Hälfte ist gefüllt. Ein bisschen geht noch, also wenn ihr noch rein wollt, einfach anschreiben oder halt immer schauten. KXL, aber bitte nicht spammen, ne? Nicht, dass es hier eine Spamflut gibt, das will ich natürlich auch nicht. Okay, was müssen wir machen? Kill Geloria GDE 2. Was auch immer GDE 2 heißt, ist ja egal. So, ich muss nur ganz kurz hier, zack. Und ich habe mir schon so einen kleinen Wirbelwind-Hotabab zusammengebastelt. Da seht ihr in dem Fall einfach, ich kann in dem Fall, habe hier eine Aura um mich rum, die macht Damage. Und ich kann aber auch wirbeln. Ne? Ich kann wirbeln, rechte Maustaste. Und habe dann ein schönes Hämmerchen. Nehmen wir mal den hier als Beispiel. Zah, Hämmerchen rein und ist halt unser Hotarschlag. Es ist ein kleiner Mini-Bild, der noch nicht ganz funktioniert, einfach weil mir die Schmuckteile noch fehlen. Aber wenn wir einmal da was Richtiges haben, dann passt das hoffentlich. Und dann haben wir hier auch unseren ersten Bild fertig. Oh, nice. Das ist was Schönes gedroppt. Wir gucken mal, ob wir schon was tragen können davon. Ne, ist alles Müll, sehe ich gerade. Wobei hier, Attack 4,9%. Das ist nicht schlecht. Also die Schuhe, die Pioneer Light Bots oder Boots nehmen wir mit rein. Bots ist was anderes. Yeah, wir haben Bots. Woo! Party hard. Da oben müssen wir hin. Da gehen wir mal ganz schnell hin. So, zack. Oh, mein Trank ist alle. Achso, da habe ich mir übrigens auf die mittlere Maustaste gelegt. Macht das Ganze einfacher. Gerade wenn man hier so ein schönes Bild hat, der halt ein bisschen ressourcenfressender ist, dann sollte man den schon irgendwie auf die mittlere Maustaste legen. Macht das Ganze angenehmer einfach. Alter, das killst du hier, mein Freund. Junge. PvP, komm, PvP, ich rotz dich um. Mein Freund, komm her. Komm her, komm, komm. PvP, komm. Direkt. Killstil, Killstil. Wie geht denn die PvP, verdammt? Da, Duell. Okay. Ich box dich weg, mein Freund. Ich box dich weg. Naja, brauchst gar nicht abhauen, ne? Jetzt hast du Angst, ne? Naja, komm. War. Alter Killstealer hier. Und nochmal. Okay. Eingeladen. Healing 0,3 und Defense. Dafür 0,3% Attack weniger. Nehmen wir mit rein. Also ganz ehrlich, das lohnt sich. Ich weiß noch nicht, wofür der Kuchen ist. Keine Ahnung. Also das muss ich noch rausfinden. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Hier kommt ja später auch das Housing-System dazu. Auch da bisher an mir komplett vorbeigegangen. Oder vorne. Ach nee, vorne gegen ein Spieler. Okay. Aber ach, da wäre so ein fettes Vieh. So ein fetter Boss-Mob. Das ist auch so ein Ding, wo ich mich riesig drauf freue, ey. So Raids später, weißt du? So schöne Boss-Monster klatschen. Habe ich bei Fiesta Online immer sehr, sehr gern gemacht. Aber gut, danach habe ich halt nie eins gehabt, also nie ein Spiel gehabt, wo man das machen konnte, wo es nötig war. Hier so einer, das war ich Siege Wall. WTF, komm! In your face, bitch! Okay. Der Angels ist halt dabei, er ist schon Level 20. Der haut hier das Ganze ein bisschen durch. Ob wir wollen oder nicht. Nils fragt gerade, er ist mittlerweile Level 17, hat immer noch nicht seine zweite Klasse freigeschaltet. Muss man da irgendwas Bestimmtes machen? Soweit ich weiß, ist es so, dass du in dein Haus musst, in dein Haussystem, und da hast du einen Geist. Den musst du anquatschen dafür. Alle Angaben ohne Gewehr. Hier, den fetten Truthin. Ach, die Cutscene kennen wir doch. Brauchen wir gar nicht weitermachen. Kill Sober 12. Ach, hier waren wir doch. Hier brauche ich gar nicht weiter rein. Okay, ich hoffe, das machen sie noch raus. Dass man quasi über Items, über Gegenstände springen kann. Das stört mich noch so ein bisschen. So, der Weißmann möchte mit. Alles klar, Weißmann. Willkommen in der KXL Army. Fühl dich gedrückt. So, hier haben wir ein paar
Geister, die Geister, die ich rief hier. Was ich sehr cool finde, ist, wir können beim Skillen, beim Wirbeln springen. Hat das einen Sinn? Nein. Ist es geil? Definitiv. Da hinten ist noch so ein Penisgeist. Entschuldigung. Ist gar kein Penisgeist. Ich hab gelogen. Außer ein blauer Penis. Ich glaube, das tut weh, wenn man so einen hat. Komm hier. Boom. Nein, nicht voll finishen. Das ist doof. Ich will mich nicht ziehen lassen, Mensch. Die haben wir gerade getauscht. Hier liegt noch ein Stäbchen rum. Oh, nice. Ein bisschen Gold. Wie viel Gold haben wir mittlerweile? 28.000 Gold. Sehr cool. Oh, mein nächster läuft. Kein Taschentuch, oder? Warte mal. Ah. So. Das ist der nächste Geist. Wo müssen wir denn eigentlich hin hier? Warte mal. Im Tab kommt man super raus. Das sind Dungeons. Da müssen wir hin. Elemate. Was? Crushbone Flats? Da müssen wir komplett zurücklatschen. Dein Ernst? Ach nee, da hoch. Warte mal. Da hoch müssen wir. Das wurde der Questgeber wahrscheinlich. Okay, wir müssen weiterlatschen. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt ja nichts zu sehen. Und ihr seht, ich mache schon Schaden. Also es ist nicht so, dass ich mich hier ziehen lasse, sondern ich mache tatsächlich auch richtig Schaden. So, nice. Und Level Up! Congratulations for reaching the next level. You can now open your next gift box. Okay, sehr geil. Und ich wollte euch noch was zeigen. Siehst du, habe ich total vergessen. Müssen wir gleich noch machen. Komm, gib ihm. Gib ihm. Oh, nice. Da ist was gefallen. Ein schönes Schild. Und zwar folgendes. Oh, da. Scheiße, die Karte. Ich will die Karte haben. Gib mir die Karte. Gib mir da. Ah, ich hab's. Nice. So, das ist die Karte, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Es ist so, ihr könnt euch hier unter Achievements eure Belohnungen abholen. Das habe ich auch erst gar nicht gecheckt. Und zwar seht ihr hier unter zum Beispiel General oder Daily. Ne? Daily Quest haben wir hier zum Beispiel Clear 3D Randomly Generated Dungeon. Das heißt, drei Dungeons clearen. Da als Belohnung, wenn wir hier unten draufklicken, ist noch ein bisschen Magie. Wir müssen halt hier unten draufklicken auf die Leiste. Dann fährt das aus. Und dann seht ihr hier zum Beispiel, wir bekommen dafür, jetzt hier sehe ich es gerade nicht, hier sehe ich es auch nicht. Ich muss halt erst freischalten haben, dann sehe ich was dafür, was ich dafür kriege. Auf jeden Fall kriegt ihr halt hier Belohnung, ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, macht das auf jeden Fall. So spart ihr euch euer Echtgeld, ne? Denn dadurch könnt ihr euch Loot Orbs kaufen. Ich gehe mal ganz kurz auf den Marketplace. Und da seht ihr hier, die Teile bekommt ihr in-game dadurch. Diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wie nennt man das? Diese Taler, keine Ahnung. Und da seht ihr hier, könnt ihr euch halt Sachen kaufen für Loot Orbs 99 oder hier Skill Reset Wall, Attribute Reset Scroll, neue Skillen. Also die Sachen könnt ihr euch alle kaufen, sind auch recht günstig. Und so braucht ihr halt wirklich keinen Cent Echtgeld reinstecken. Einfach, wer da täglich eh online ist, ne? Ich bitte dich, also das ist kein Ding, das ist ruckzuck erledigt auch. So, ich hatte auch Level Up, da können wir mal weiter skillen hier. Unser Wirbelwind. Wirbelgeschwind, Wirbelwind. Ich mache erstmal die Hit. Ja, die Hit-Chance ist quasi auch Crit-Chance. Hat mir der Akio gesagt. Ist der Community-Manager von Guardians of Ember. Auf den, beziehungsweise mit dem machen wir nächste Woche übrigens ein schönes Let's Play. Er hat offiziell von oben die Stelle, nicht die Stelle, sondern das Go bekommen. Er darf das mit mir machen. Und ich freue mich echt drauf. Also eine richtig geile Sache. So, hier haben wir einen Questgeber. Is there something I can do to help? Accept. Okay, kill sober. Und Kill Falscher oder Fulcher und Teaser. Wo auch immer die sind. Hör mal auf hier, mein Freund. Also ich muss natürlich meine Punkte noch reinnehmen, ne? Ich weiß noch nicht ungefähr oder ich weiß noch nicht genau, auf was ich skillen soll. Wirbelwind, also Attack Speed beim Wirbelwind prockt, ja. Ist wie bei Diablo. Aber derzeit ist es so, dass es keine richtige Synergie gibt. Das heißt, du hast quasi schneller deine Energie leer, als du sie wieder hochbekommst mit dem Wirbeln, ne? Ist halt derzeit nur ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass man später mit der zweiten Klasse da ein bisschen was reißen kann. Da muss man viel, viel testen. Und ich bin echt mal gespannt, ob wir da was Gescheites hinbekommen. Wir nehmen auf jeden Fall hier erstmal Crit Chance oder warte mal, Energy Damage. Healing over Time ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das nehmen wir auch erstmal mit rein, dass wir uns regulär wieder hochheilen, ohne da großartig Probleme zu kriegen. Hier haben wir Defense Ember. Da seht ihr halt hier in meinem Fall, ich leuchte so ein bisschen Gold. Das ist in dem Fall eine Rüstung und ich bin halt einfach ein bisschen, ja. Ein bisschen, wie sagt man? Ich habe mehr Zähigkeiten, machen wir es einfach so. Boah, Alter, guck dir an, ich mache richtig guten Damage. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Nicht doll, aber ein bisschen. Hier, Clan Dark Shaman. Alles klar, hier. Bam! Und nochmal drauf. Minimal Lex gerade. Und ja, die Server-Lex sind mittlerweile schon größtenteils behoben. Aber hier und da taucht sowas noch, natürlich nochmal auf, ne? Ist aber eine Sache, das Spiel, du musst bedenken. Warte mal, kann ich die nehmen nebenbei? Warte mal. Nee, schade, okay. Du musst bedenken, das Spiel spielen derzeit täglich oder
letzte Woche, ja, letzte Woche war es so, da habe ich extra nochmal nachgefragt, den AQ. Da waren rund 500 Leute gleichzeitig online. Ist an sich nicht viel, aber für so einen kleinen Publisher, in Anführungsstrichen, der das Spiel gerade released hat, ist das natürlich schon eine Menge, ne? Und, ja, da muss man natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen und sowas finde ich auch vollkommen okay, wenn es da ein paar kleine Probleme gibt für die, in Sachen Server-Performance. Aber sie haben das wirklich immer super gelöst, also auch super schnell vor allem. Muss man den Leuten hoch anrechnen, ganz ehrlich. So, Scrolltown, okay. Ach, hier ist noch, ist der Typ nochmal. In your face, bitch. Ich muss mal kurz, aber ich finde den Cooldown von den Trank sehr lange. Ich glaube, 1,5 Minuten geht der. Steht gar nicht dabei, die wissen schon warum. Also, finde ich persönlich, müssen sie fixen. Weil das ist einfach ein Trank, der einmal alle 1,5 Minuten geht und das für Ressource. Ist einfach, ist doof. Macht keinen Sinn. Meine persönliche Meinung. Wie seht ihr das denn? Schreibt mal in die Kommentare rein. Oder ist was gefallen? Was ist er? Er hat ein Pad dabei, wie geil. Ich will auch ein Pad. Verdammt, wo kriegst du ein scheiß Pad her? Ich will ein Pad haben. Der hat ein Pad gehabt. Habt ihr das gesehen? Oh, ein Schwalbe-Ring. Ah, warte mal, ich habe noch ein Level abgehabt. Vielleicht kann ich jetzt schon ein bisschen was Schönes tragen. Hier zum Beispiel, warte mal. C. Nice. Unser zweiter, was ist das? Trouble Ohrring ist das, okay. Hier unsere Giftbox müssen wir noch aufmachen. Weiß jetzt nicht, was ich da rausbekommen habe. Ach, guck mal, ich kann übrigens auch Feuerwerk machen. Ein Feuerwerk der Gefühle. Party Art. Okay. Nur mal so am Rande. Level 12 brauchen wir gerade nicht. Aber hier war doch noch irgendwo Level. Da. Da, ich habe 2 Ohrringe. Nice. Also, ich kann 2 Ohrringe tragen, sagen wir so. Das geht nicht. Okay, was ist das? Was macht der? Stun-Resistenz und Ausweichen. Ist jetzt die Qual der Wahl, was man da nimmt, ne? Block Power 7,6. Okay. Das sind unsere Potions. Hier haben wir noch ein schönes Amulett. Das nehmen wir auch mit rein. Haben wir in dem Fall auch nochmal Block Power. Ist halt unsere Defensive ein bisschen gepusht, ne? Ist ja auch ganz sinnvoll. Sollte man immer dabei haben. Oh, warte mal. Hier sind fette Eier. If you know what I mean. Und bis jetzt kommen wir doch ganz gut klar, denke ich. Oh, nice, nice. Also wir machen auf jeden Fall richtig guten Schaden. Muss man schon sagen, ne? Ich sehe gerade schon in den Kommentaren, der Wirbelwind ist extrem OP. Liegt natürlich an meiner Spielweise, was sonst, ne? Also, warum machen wir uns nichts vor? Oh, warte, mein Cam ist verrutscht. Machen wir uns nichts vor, das ist einfach der KXL-Boni. Nein, ist Spaß. Das liegt einfach. Liegt das ab Skill? Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Ist aber auch so, dass ab Level 20 die Skills erst richtig OP werden. Also, ne, das ist jetzt ein normaler Skill. Mit allen anderen Skills macht man auch relativ viel Schaden. Die gucken wir uns nach und nach natürlich nochmal an, aber derzeit bleiben wir erstmal ein bisschen auf Wirbelwind. Weil einfach der Fun-Faktor ist hier unglaublich hoch. Also ich mag das echt. Guck dir das mal an. Richtig nice. Und der Angel Seed World, der ist gerade wirklich, der kräftig ein, ne? Also der killt jetzt nichts. Der guckt auch gerade beim Stream zu, dementsprechend weiß er, dass er auf den Sack kriegt, wer das macht. Und da passt das so ungefähr. So, das Kattel ist weg. Also vom Schaden kommen wir super klar. Muss ich hier weiter? Nee, ich weiß, es leuchtet da hinten, aber ich will halt mich gerne mal umgucken, weißt du? Ich guck halt gern. Ich habe ja sonst nichts im Leben. So, und ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir da mal weiter, was da hinten auf uns wartet und vor allem, was da auf uns wartet. From the Crashbone Flat to the Rush Hill und Teleportation Point. Okay, gut. Oh, Public Event. Broken Skies. Okay. Machen wir in der nächsten Folge. Bis gleich.